So, neuer Versuch. Genau, hier waren noch Knochen. Ich hoffe mal, das reicht. Wasser brauche ich auch noch dafür, ne? Weiß bloß gerade nicht, wie viel. Sechs Stück für einmal. Und wir können nur einmal Knochenleim herstellen. Das ist jetzt doof. Also müssen wir doch nochmal jagen gehen. Verdammt. Was soll's, dann gehen wir nochmal jagen. Immer viermal Wasser. Das können wir schon mal mitnehmen. So. Das weg, das weg, das weg. Einfacher Bogen. Da sind ein paar Pfeile, die werden nicht reichen. Noch ein Ersatzbogen. Und da sind auch nochmal Pfeile. Oder sind nochmal Knochen. Sind nicht reingeschmissen, habe ich weiß. Wollte wissen, ob ihr aufgepasst habt. Da sind nochmal Pfeile. Sind die stumpfen, ne? Jo, ist egal. Das sollte passen. Dann gehen wir nochmal jagen. Wir brauchen zum einen Leder. Und zum anderen brauchen wir natürlich auch die guten Knochen für den Knochenleim. Ja, wir gehen hier lang. Wir nutzen dann wieder die Brücke und verkeilen was. Das hat beim letzten Mal super funktioniert mit dem Keiler. Ehrlich gesagt wäre mir so ein Bär ganz lieb. Aber mal gucken, was wir so finden. Nüscht, okay. Wenn ich jetzt einen Elch über den Weg laufe, auch kein Thema. Dann nehmen wir halt den Elch mit. Die Frage, ob im Winter überhaupt Viehzeug irgendwo zu finden ist. Nö. Ist ja lustig. Ich könnte sagen, das ist ein Tier, aber es ist ein Stamm, den ich umgesägt habe. Gucke ich mal auf Kamera nach den Ressourcen. Nach so ein paar Bretter und so. Weil es bringt tatsächlich nichts, wenn ich jetzt hier... Wenn hier das Schläferzange ist relativ dicht, seht ihr ja. Aber ich weiß noch, wo ich da Schläfers Hammer die ganzen Holzbretter zusammengesammelt habe. Weil ich da ein paar regionale zusammen hatte. Meine Fresse. Immer noch nichts. Willst du mich doch mobben? Suchst du mal einen Wolfgang oder so? Findest du keinen. So ein Quatsch. Will ich mal nach friedlichen Tieren gucken? Das mehr Erfolg verspricht. Aber die hauen immer ab. Das ist halt der Mist.
kann auch mal in die andere Richtung gehen. Aber da können wir sie halt nicht verkeilen, das ist Kram. Oh, jetzt habe ich irgendwas gefunden. Frage ist wo? Ach, hier. Das sieht nach Onkel Wolfgang aus. Was? Also entweder ist er jetzt hier irgendwo und ich habe ihn nicht gesehen. Das mit den Spuren ist manchmal so eine Sache hier. Wahrscheinlich springt er mir gleich ins Kreuz. Da unten ist er. Ob das was wird? Nö. Auch nicht. Schade. Das hat gesessen. Run. Ich würde sagen, kommt er? Ja. Bäh. Muss ich mal wieder mal umdrehen. Oh Gott, umdrehen. Damit er die Lust nicht verliert. In Klammern hoffe ich. Aber. Gefahr natürlich auch groß, eins auf die Mütze zu kriegen, ne? So. Jetzt habe ich ihn schon abgehängt. Das wollte ich gar nicht. Ach, verdammt. Oh, er kommt. Boah. Ich sehe schon die heimische Küste. Bah. Das war knapp. Ich habe mich schon zerfetzt gesehen. Bah, lass das. Rosa. Ich meine, so 100% will ich das gar nicht wissen, aber. Der hat gesessen, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Pack Bogen weg, danke. Kommt er gleich? Oh, er kommt. Yeah. Nee, bleiben Sie hier. Bleiben Sie hier.
Schade. Er ist nicht so doof, wie er aussieht. Also, Fehlschein war da. Hallo? Wolfgang! Was macht der denn? Ich meine, so ist auch nicht verkehrt, aber. Ach, verdammt. Verdammt! Mist. Du darfst gerne nicht herkommen, Wolfgang. Komm her. Oh, scheiße, das war nicht gut. Obwohl, wenn er jetzt da so kleben bleibt, geht das. Keine Munition mehr, das ist schlecht. Dann verballere ich mal die stumpfen Pfeile zuerst. Quatsch. Darfst gerne den Bogen benutzen. Hallo? Spiel? Okay. Schon so ein bisschen unfair. Aber gut. Ach ja. Das macht es um einiges einfacher. Ist eine Wolfsfalle. Wartet mal, ich brauche da. Warte mal nochmal. Ein Screenshot. Für Thumbnail versteht sich. Denn? Das ist schön. Fast, obwohl nicht, ohne Kratzer, ne? Häuten. Also Messer. Bogenbau. Ausrüsten. Ich sollte mir mal noch ein besseres Messer bauen. Ja, sechs Knochen, das ist jetzt auch nicht so die Welt. Wir haben jetzt 13. Noch so ein Kopf. Oh, das Leder, das können wir zum Trocknen aufhängen. Das ist, ja. Ich sagte, ich muss da nochmal auf- und umräumen. So, dann brauchen wir quasi noch zwei oder drei Mal Wolfgang und dann können wir das Leder einfach mal in die Schmiede schmeißen. Das wäre auch nicht schlecht. Ich guck mal nach, wie viele Hühner wir noch haben. Wenn wir jetzt 13, bräuchten wir noch 7 Hühner, die wir killen. Aber Max. Ja, bei 13 Hühnern denke ich mal, lässt sich da so ein bisschen was abzweigen. Also, Scheißometer reicht noch nicht. Komischerweise. Dann nehmen wir mal das, was am ältesten ist. Das ist 6. Wie ich aber gerade gesagt, ich will das da haben. Du musst dein Tier aussuchen. Hab ich doch. Ich könnte auch was ernten, ne?
Genau, es gab einmal Knochen. Dann nehmen wir mal das hier. Boah, 40 Eier, Alter. Läuft. So. Huch. Da gab es noch dieses Zeug für Alchemie, ne? Das macht drei, so viel, so nochmal. Was hatte ich jetzt gesagt? Vier. Drei Stück, ja genau, vier Stück noch. Das hier ist sechs, das kommt auch weg. Ich eigentlich die Tür jetzt zugemacht? Ich glaube nicht, ne? Das ist fünf. Das darf gehen. So. Das hat eine Qualität von 79. Dann nehmen wir das hier mal. So, 3, 6, 12. Ein noch. Nehmen wir das hier. Ja. Leuchtendes Urin. Ich habe keine Ahnung. Nee, ich habe das Tor aufgelassen. Vielleicht nicht die cleverste Idee. Naja. So. Schmeiß das erstmal rein. Ich muss dann auf Kamera mal ein bisschen sortieren, wie gesagt. Wasser hatte ich auch schon geholt. Kochpot habe ich da. Den müssen wir mal ausrüsten. Ausrüsten, nicht reparieren. Manchmal. Just 5 more minutes. Errungenschaftsfortschritt. Knochenleim herstellen reicht genau für einmal. Also bei den Knochen ist echt so ein Problem, ne? Ich meine, wenn man größere Tiere züchten kann, Türe auch, dann hat man mehr davon. Noch 12 Bretter holen. Kann ich nicht alle auf einmal schleppen, aber das ist jetzt nicht das Problem. Da rennen wir zweimal, dann passt das. Also Bretter habe ich nun weiß Gott genug. Das sind 36. Erstmal das da. Obwohl Weichholz habe ich nicht so viel, wer weiß, ob man es braucht. Schläfers Schmiede, Schläfers Hammer. Zwei und dann nochmal vier, ne? Beziehungsweise 10 Stück zusammen, geht das? Darf ich das schleppen? Das ist wahrscheinlich zu viel. Nee, es geht. Okay. Krieg ich den Knochenleim noch mit? Dann bin ich happy. Jo. Dann ist das richtig gut. Dann gönn dir mal noch eine Suppe. Wir legen die erstmal rein. So Spaghetti und so. Die Rüstung. Schwere Waffen. Warum auch immer. Und Glück. Du bist überladen. Also, was will ich denn jetzt hier? So. Das, das und das. Ausrüsten. Bauen. Plopp. Waffenregal. Objekt aufheben. Hinein in die gute Stube damit. Na, komm. Treppe hoch. Stell dich nicht so an.
Hier hin, oder? Ja, das passt sogar schon fast perfekt. Platzieren. Gut. Also, das ist aber nur ein Inventar. Es wäre schön gewesen, wenn man das sehen würde, was tatsächlich jetzt da so drin ist. Aber hey. So. Das beides. Übungsschwert. Munition haben wir hier. Ich weiß nicht, ob ich das alles reinbekomme. Das werden wir gleich sehen. Sonst bauen wir dann irgendwann mal noch eins, aber nicht jetzt. Ich weiß, hier ist noch mehr Zeug, aber... Ach da, die Armbrust, die habe ich gesucht. So. So. Bogen. Oh Gott, 1, okay. Übungsschwert, 3. Die Dinger hier werden wahrscheinlich ein bisschen wegnehmen, genau. Machen wir mal so. Jo, das passt doch. Das